Maria Sikora, eine Lehrerin aus Tulln, die im österreichischen Sport gleich zweimal neue Maßstäbe setzt. In der Leichtathletik und im Handball nach 9 Meistertiteln mit Hypo. Maria Sikora ist die einzige der oftmaligen Meistermannschaft, die schon 1972 dabei war, als die Südstädterinnen in der zweiten niederösterreichischen Klasse begonnen hatten. Durch ihre Schwester Lise Prokop kommt Sikora zur Leichtathletik. Ihr erster großer Erfolg bei den Europameisterschaften in Athen wird Maria Sikora 1969 überraschend Dritte im 400-Meter-Lauf. Frau Sikora, was haben Sie sich erhofft in Athen? Also eigentlich nur ein Platz im Finale. Dass dann der dritte Platz geworden ist, das war für mich sehr überraschend. Eine erfreuliche Überraschung, nicht? Erfreuliche Überraschung, ja. Und bei Ihnen geht nun die Schule wieder los? Ja, am 26. muss ich wieder in die Schule. Es muss schön sein für Ihre Schülerinnen, wenn Sie eine so prominente Lehrerin haben. Ja, ich hoffe. Maßgeblichen Anteil an ihren Leistungen hat ihr Trainer und Schwager Gunnar Prokop. Höhepunkt der Karriere ist die Hallen-Europameisterschaft in Wien 1970, bei der Maria Sikora zur Goldmedaille über 800 Meter läuft. Sich zu quälen, bis zur äußersten Grenze der Belastbarkeit zu gehen, das hat Gunnar Prokop Maria Sikora beigebracht. Aber er formte auch aus dem Mauerblümchen eine selbstbewusste, eigenständige Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die zu den größten im niederösterreichischen Sport gehört.